Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Gelb. Jetzt stürmen wir die Silphscore. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Gestern kam kein Part raus, aus dem Grund, weil es bei mir gesponnen hat. Ja, hoffentlich funktioniert es jetzt. Lassen wir uns überraschen, wie es läuft. Hey Kleiner, was machst du hier? Ich suche die Toilette, ich muss hier mal schnell aufs Klo. ja, ich habe euch versprochen, es gibt heute einen Stunden-Part. Ja. Und das werden wir auch jetzt durchziehen, da wir in der Selbstkurs sind. Haben wir sehr viel Arbeit vor uns. Ja, okay, Pikachu verletzt sich selber. Ist aber jetzt nicht mehr verwirrt. In Klammer, LOL. So, der Donnerblitz müsste Golbat ownen. Was? Ach, der hat 5 Pokémon, sehe ich gerade. Na gut, dann... dann... ja, Pikachu, mach bitte schnell. Ihr seht ja, wie schwach die Level inzwischen sind. Das liegt daran, weil man schon vorher in die Silphscore konnte, bevor wir gegen Koa kämpfen konnten sogar. Und ja. Alles keine Gegner für Pikachu. Also was gestern so gleckert, da habe ich halt meinen Emulator gestartet und dann war meine Maus total verzögert, alles hat geleckt und Camtasia war ein bisschen hinten, also mit dem Aufnehmen war der Ton auch dann nachher nicht unsynchron, das Bild war total schief, also ja, keine Ahnung was da los war, aber zum Glück geht es jetzt wieder. Keine Ahnung warum, was da gestern war. Pikachu lernt Donner, heftig. Gut, was vergessen wir statt ja, Agilität brauchen wir eigentlich nicht, Pikachu ist eh sehr schnell von Natur aus. Also warum soll Pikachu Agilität können? Gut, wir müssen zuerst in den fetten Stock. Dort gibt es nämlich den Türöffner. Den brauchen wir jetzt dann, um die ganzen, ja, Schalter zu öffnen. Halt die ganzen, Türen, ja. Diese Dinger, meine ich. Und den findet man hier. Zuerst müssen wir den Teleporter verwenden. Dann wieder hier rum. Und dorthin. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Tja, was sollen wir machen? Aha. Arlbock. Gut, ach ja, meine Steuerung war gestern auch verbuggt, also da hat manchmal meine Tasten nicht funktioniert. Bei längeren Spielzeiten. Da konnte ich zum Beispiel nicht mehr A drücken oder so und dann musste ich den Save immer wieder neu laden und das war auch der Grund, warum das Bild dann total schief war. Schluss, aus. Und ja, ich hoffe jetzt geht's nicht wieder los. Aber ich habe es irgendwie im Hintergedanken, dass es jetzt passieren könnte, weil vorhin war gerade meine Tastatur ein bisschen hinten. Solle Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Okay. Also ich glaube, ich werde jetzt einen halben Stundenpart machen und dann werde ich noch einen halben Stundenpart machen, aus Sicherheit. Und dann werde ich es alle hochladen. Also gibt es heute sozusagen zwei Parts, die eigentlich nur einer wären. Okay, Hypno, lass mal Glurak ran. Glurak hat ja mit Turtok das niedrigste Level zusammen. Das heißt, wir sollten sie mal trainieren. Ja komm, das... die Glurak von Glurak war ja zum Lachen. Schlitzer zieht dadurch wesentlich mehr ab. Weil ich glaube, dass Gluraks physischer Angriff stärker ist als seine Spezialattacken. Okay, Glurak und Visaflora kriegen Level 39 oder 38 und 39. Oder war das Visaflora, das 39 bekommen hat? Ich war mir gar nicht so sicher. Ja, es war Visaflora.
Setzen wir Turtok mal an erster Stelle. Weil auch ein Turtok muss wachsen. Okay, also die Teleporter, die können wir verwenden, aber ich verwende sie eigentlich doch nicht, weil weil man dann durcheinander kommt, weil man dann immer auf den unterschiedlichen Stockwerken landet und dann kommt man total in ein Durcheinander. So, jetzt geht man in den zweiten Stock erst einmal. Und aus dem Grund, weil der zweite Stock hier wichtig ist, wir sollten hier zuerst eine Stelle festigen in ein Gebäude, die sicher ist. Also ja, hier gibt es eine Heilstelle in der Nähe des zweiten Stocks. Da gibt es einen Teleporter, der führt in einem Stockwerk, wo eine ist, da die heilt eure Pokémon. Ich weiß allerdings nicht, welches Stockwerk der Teleporter hinführt. Deswegen säubern wir erst einmal das Gebiet um den Teleporter, nämlich den zweiten Stock. Okay, und dann haben wir auch eine sichere Basis und dann nehmen wir jeden einzelnen Rocket hier im Gebäude auseinander. Und ja. Wenn wir das haben, dann kämpfen wir gegen... Ich habe mich gerade vertippt, Entschuldigung. Panzerschutz wollte ich halt einsetzen. Dann kämpfen wir gegen den Boss mal wieder, Giovanni. Weil der ist im 10. Stock. Ich glaube, ich spoil jetzt ein bisschen, kann sein, aber egal, das werdet ihr wahrscheinlich eh bald bemerken. Ja. Ist übrigens das größte Gebäude im Spiel. Was gibt's noch zu sagen? Dass wir auswechseln. Ja, jetzt ist alles gesagt. Jetzt kommt erst einmal ein Hyperzahn von Radikal. Und jetzt kommt meine Lieblingsattacke, Body Slam! Okay, Level 41! What the hell? Let's... Was? Habe ich es gerade richtig gegen Härtner? Relax, du kannst Härtner! Nein, danke. Oh mein Gott, relax, du kannst Härtner. Gut, dank den Türöffner, den wir jetzt haben, können wir hier Schalter oder was auch immer öffnen. Inklusive den hier. Der ist äußerst wichtig. Ohne den kommt man hier nicht weiter. Ein Hyperdrang haben wir gefunden, den schalten wir auch noch aus. Ich arbeite für Team Rocket, die Silpskog zahlt zu wenig. Oha. Geldgeier. Naja. Geldgeiler Forscher. Viele von euch konnten schon denken, was ich sagen werde, aber ihr wisst warum. Für die South Park anschauen, die werden es schon verstehen, was ich gerade sagen wollte. Und falls ihr gerade nur im Bahnhof versteht, was ich quatsche, dann vergisst es einfach. So, machen wir erst nochmal die Schwächtaktik von Bisaflor. Jetzt komm schon, Giftpuder. So ungenau ist Giftpuder doch gar nicht. Also, jetzt geht's doch. Und jetzt kommt mein Finale, ich freue mich. Oh, super, super, super. Warum Finale? Setzt doch Explosion ein. Naja, egal. Ja, ich weiß, den kann doch keine Explosion, erst mit Level 50 oder so, keine Ahnung. So, lass mal mit der Lachse was machen. Oh, schade, jetzt Mokmok ist schneller. Hätte ich mir auch denken können. Aber jetzt kommt unser Body Slam! Und nochmal! Oh, er ist wieder schneller. Genau, und jetzt sind wir dran. Body Slam! Volltreffer! Und Rot besiegt Forscher! Du hast mich erwischt! Ja, gut, hier ist der Stock, Schwester ist, die Pokémon halt. Keine Ahnung, was sie hier im Gebäude sucht, anscheinend so eine
ich sag jetzt mal Nutte, die ganzen Forscher die Arbeitsmoral erhöht von den Forschern oder uns vom Team Rocket, die sie einfach links liegen gelassen haben und uns jetzt hilft oder so ein Pokémon halt. schade, dass Biss nicht so effektiv ist, weil Biss ist eigentlich eine Unlichtattacke, aber naja. Hier in dieser Generation gibt's doch kein Unlicht. Okay, dann eben Surfer. Man müsste eigentlich mehr Elements reinbringen eigentlich. Das würde das Spiel noch mehr ein bisschen Spannung geben. Allerdings sollten auch nicht zu viele Elemente, also Pokémon-Elemente drin sein. Weil sonst kommt man ganz durcheinander, welche Attacke ist gegen was effektiv und so. Ja, warum sollten wir eigentlich mehr reintun? Also, fällt mir gerade auf. Ja, okay. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wer ist, passen die eigentlich schon, die Elemente? Ich meine, man kann jedem, also die Pokémon, die sind ja auf Tieren basiert. Und jedes Tier hat ja irgendwie eine Eigenschaft. Also zum Beispiel ein Fisch lebt im Wasser, also müsste vom Typ her eigentlich Wasser sein. Oder wenn es ein Zitteraal beispielsweise ist, kann ja Elektroattacken, also kann er elektronisch angreifen, dann eben noch Elektro-Typ dazu, dann ist es eben Elektro-Wasser. Also schon gut, was sich da die Macher von Pokémon ausgedacht haben. So, hier ist noch ein Rocket-Bruder. Hallo, mein Bruder. Ich bin ein vielberechtigter Rocket-Bruder. Brüder. Es gibt insgesamt 4, wie ihr schon gesagt habt. Einen haben wir schon und der ist hier, ja. Alle 4 befinden sich in diesem Gebäude. Ist ja ein richtiges Familiengeschäft hier bei den Team Rocket. Okay, Turtok ist gar nicht so schlecht, wie ich es mir dachte. Hätte eigentlich gedacht, dass der Eisstrahl den Golver nicht besiegt, aber gut. Mir soll es recht sein. Der Surfer wird traumatisierend machen, so dass es besiegt wird. Was kommt jetzt? Ein Hypno. Naja gut, Hypno. Ist echt hypnotisch, was ich da alles treibe. Und diese Wortspiele mit Pokémon. Lustig, lustig. Okay, Hypno benutzt Konfusion. Schreckt mir nicht ab, weil es zieht ja wenig ab. Ah, ich hätte doch Surfer verwenden sollen, weil auf Surfer war noch Step drauf. Naja, okay, kann man nichts machen. Daneben eine Bissattacke und Hypno müsste ins Grab gebissen haben. So, den Rocket hätten wir. Oh je, ich bin besiegt. Tja, sehe ich auch so. Säubeln wir erstmal den Stock, damit wir hier in dem Stock auch schon eine sichere Basis haben. Ja. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. Und hier ist ein Tisch und ein Teleporter und das noch ein Forscher. Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Schade, dass kein Forscher hier ein Porygon hat, das wäre interessant. Ich weiß, Porygon ist selten, aber hätte man eigentlich schon einbringen können bei einem Forscher. Nicht immer diese Elektro-Pokémon, was sie da haben. Okay, es wäre dumm, gegen ein Elektro-Pokémon mit einem Wasser zu kämpfen, obwohl ich weiß, dass Rotoball keine Elektro-Attacke kann. Aber egal. Er hat sich selbst gekillt, also. Okay, was kommt jetzt? Okay, diesmal kein Elektro, da können wir Turtok wieder verwenden. Sondern Smogon. Lass mal Surfer was machen. Und ich muss husten, aber ich will nicht dauernd stoppen. Ach, wisst ihr was, ich huste jetzt einfach mal so. Sorry, schon mal im Voraus. Okay. Magneton kommt jetzt. Ist wieder ein Elektro, da wechsle ich wieder zu Relaxo. Relaxo. Und greife an mit Body Slam. Holter, verschreckt mich nicht ab, es zieht dem nur 20 ab. Bei der Höhe von Relaxo Café ist es nicht so schlimm. So, Magneton ist down. Ja, und der Forscher ebenfalls. Du hast mich besiegt. Erst jetzt gemerkt. Ja, okay. Du bist ein Forscher.
Ist hier noch was, was wir noch nicht, ich glaube, dieses Stockwerk hätten wir gesäubert. Gut, dann gehen wir in den ersten Stock und fangen da an, das Gebäude allmählich, leer zu räumen von den Rockets, damit wir eine freie, ja, mit einer freien, ja, ein freies Gebäude haben. So, dass ich weiß, dass wir im zweiten sind, brauchen wir den Aufzug nicht und gehen gleich hier rein. Und jetzt sind wir wieder im ersten. Den haben wir schon ausgeschaltet. Das war der mit den 5 Pokémon. Und hier ist noch ein Rocket. Rocket, hallo, Mr. Rocket. Ich suche den Weg zur Toilette. Hey, du hast hier nichts verloren. Echt? Doch, ich bin hier, um aufs Klo zu gehen. Ich muss mal dringend, mein, ich finde den Weg auf mein, egal. Und, ja. So, das nächste Let's Play nach der gelben, blauen, komme ich jetzt bei Twitter draußen da. Wird Pokémon Schwarz sein, habe ich auch angefangen. Mit Balzer will ich allerdings neu machen, weil der Balzer es aufgehört hat. Danach kommt die Kristall-Edition. Vielleicht doch mit Balzer. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich werde mich bemühen, dass es wieder mit Balzer kommt. Und wenn er wieder abbricht, dann mache ich gar keine Let's Plays mehr mit ihm, weil dann weiß ich, dass man mit ihm kein Let's Play machen kann. Das ist seine letzte Chance. Du Hilfe, nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von so weit raus. Ich dachte schon, es ist hier zu Ende. Nimm das hier. Das ist das Finale, was er uns gegeben hat. Das ist die Balzer ist online. Wenn wir schon über Balzer reden. Okay, hier ist noch ein Forscher. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter des Hilfsco. Ach wirklich? Okay. Dann werde ich dich mal retten, aber lass uns zuerst mal ein Freundschaftskämpfchen machen. Eieiei, der mit seinem Slimer, dieser alte Schleimer, so bis. So, dieser besser Packer, Zerringe, hat gesessen, so, Treffer. Und der Slimer macht Geschichte, ist Geschichte. Smuck-Muck! Lass mal das Totep draußen. Surfer! Ich frag mich, was manche gegen Surfer haben. Ich habe ein paar Let's Plays gesehen. Die bringen ihren Pokémon nicht Surfer bei. Oder Fliegen. Sind beide super Attacken. Ich weiß nicht, was sie gegen diese Surfer haben. Also ich habe schon viele Pokémon Let's Plays gesehen. Aber ein Großteil von allen. Also nicht alle, aber ein Großteil bringen ihren Pokémon nicht Surfer bei oder Fliegen, sondern nehmen immer VM-Slaves. Naja, okay, Smogon ist auch down. Was gibt's noch für ein Thema? Fällt mir gar nichts ein. Naja, mir fällt nie was ein. Lass mir mal so Themen aufschreiben wie Gronk. Nee, mach ich lieber nicht, sonst werde ich als Gronk-Faker beschimpft. Okay, Smog schreckt nicht ab, weil Turtok ist eh schon vergiftet. Was? Turtok ist vergiftet? Fällt mir erst jetzt auf, lol. Seit wann ist Turtok vergiftet? Egal. Oh, Physik Forscher, woher wusstest du, dass ich zu Team Rocket gehöre? Weil du ein Ausrufezeichen vor dem Kampf hattest. Deswegen. Haben wir irgendein Gegengift? Ich glaube nicht, aber schauen kostet ja nichts. Außer ein bisschen Zeit. Die haben wir aber eh unendlich viel. Gut. Wir können unser Pokémon nicht mit Items heilen. Ich glaube, den ersten Stock hätten wir auch soweit gesäubert. Die diamantförmigen Felder sind Teleporter. Eine Art Hightech-Transportsystem. Ah, nee, den hätten wir noch nicht. Noch ein Forscher. Der meint uns, fertig machen zu müssen. Mit seinen Elektro- oder Gift-Pokémon. Ah, und mein Desktop hat gerade geswitcht. Finde ich schön, es ist so eine Eislandschaft. Ich habe also Standard-Designs habe ich auf meinem Windows.
Da habe ich das Landschaft gewählt. Könnt ihr auswählen, wenn ihr rechts auf euren Desktop klickt, also mit rechter Maustaste und dann auf Anpassen geht. Ich glaube, unser Totok wird es nicht überleben, weil... Ja, das Gift... Naja... ja, komm, das Magnetilo wirst du noch schaffen. Auch wenn Eisstrahl ein bisschen komisch war, aber gut. Und jetzt kommt der Hypertrank im Einsatz. Das wird unser Totok wieder auffrischen. So, hätten wir den Hypertank nicht verwendet, wäre Turtok jetzt bereits tot. Ja, gut, Surfer. Ja, was hört ihr eigentlich im Radio so? Also ich hab's so im Radio, den habe ich schon seit 2003, zu meiner Kommunion habe ich den bekommen. Allerdings finde ich die ganzen Sendungen bei mir im Radio total scheiße. Da kommt immer der gleiche Scheiß im Radio. Also ich lebe in Bayern, oder genau gesagt in Augsburg. Da kommen so Sendungen wie, ja, Regionalfunk. Also bei mir ist es im RT1. Hitradio RT1 ist bei mir in Augsburg aktiv und dann bayernweit, Bayern 3, Antenne Bayern, was gibt's da noch? Rockantenne, aber ich weiß nicht, ob es nur bayernweit ist oder ob es auch in anderen Bundesländern das auch gibt. Also falls ihr Rockantenne auch hört, dann wird es wohl deutschlandweit ausgesendet. Aber ich war mal in anderen Bundesländern und da gab's auch, also ich war mal in Baden-Württemberg und da hatten sie auch RT1. Hat mich sofort an Augsburg erinnert, weil das läuft bei uns nur in Augsburg, in Bayern läuft es bei uns gar nicht. Und ja, also in Baden-Württemberg, da gab's RT1, in Sachsen war ich mal, da gab's auch RT1 ein bisschen, glaube ich. Weiß nicht so genau, ob ich mir auch richtig gehört habe, als falls in Sachsen lebt. Halt, nein, das ist aber falsch gegangen. Falsch gegangen, ja. Okay. Aber in Brandenburg war ich auch mal, da fand ich das Radio am besten. Kompliment an die Macher, also an die Macher nicht, an die Macher, sondern an den Radiofunk in Brandenburg und Berlin. Der ist echt geil. Also da läuft echt die beste Musik. Kompliment. So, den zweiten Stock hätten wir auch soweit gesäubert. Hätten nicht gedacht, dass wir so schnell vorankommen. Eindringling gesichtet. Okay, du bist jetzt schon der Zweite, der sowas sagt. Ich glaube, da hatten die Macher ein bisschen Langeweile und haben die gleichen Sprüche bei den Rockets eingesetzt. Naja, was soll man auch so gescheite Sprüche machen bei so Verbrecher? Ich werde dich töten. Nee, das kann man nicht in einem Kinderspiel einbringen. Oder vielleicht ein Spruch, meine Pokémon werden dich besiegen oder sowas. Naja, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Weil jeder Spruch, also die Pokémon-Sprüche, die haben ja auch irgendeinen Style, ne? Also in der ersten Generation, das sind sie ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, jetzt muss ich ein Wort verwenden, das ich noch nie gehört, nie ausgesprochen habe und auch nicht weiß, was das bedeutet, und zwar sind sie ein bisschen suspekt. Während die bei der fünften ein bisschen lockerer sind, da sprechen sie ein bisschen Englisch, also haben sie ein bisschen Englisch und japanische Dialoge von anderen Ländern reingebracht. In der fünften, also in der weißen und schwarzen Edition. Und das hat wiederum einen anderen Style. Also in der fünften, da wird irgendwie alles global eingesetzt. Wahrscheinlich wegen dem Wi-Fi, ja, damit man mehr im Wi-Fi, ist, also ja, bei seinem DS oder sich mehr Sachen über
die Nintendo-Dings runterlädt. Ich habe das leider nicht bei mir. Ich hätte mir dann eine Wildschaint hier runterladen können, wenn ich Zugriff auf das Wi-Fi hätte, aber hatte ich nicht. Ich wollte es mal auch runterladen, habe ich aber dann doch nicht ganz, Bock drauf gehabt, sag mal so. Habe ich mir gedacht, Wildschaint wird sich irgendwann doch mal nochmal freischalten und so, aber nee, nix. Anscheinend kann man, soweit ich weiß, nicht mehr bekommen. Und jetzt ärgere ich mich darüber. Vielleicht habe ich irgendwie dann noch eine Möglichkeit, es mir irgendwie herzucheaten mit so Mogelkonsolen oder so. Ich habe nämlich fast alle Pokémon aus der Einal-Region. Aber noch nicht alle. Ich habe einen Großteil, aber noch nicht alle. Und Wildschaintie ist eins von denen, die ich noch nicht habe. Legis habe ich soweit alle außer Windschein. ja. Und mein stärkstes Pokémon ist Chillabell mit Level 100. Ist ein Shiny mit den Attacken Weckruf, Rückkehr, Heimzahlung und Gigastoß. Hat einen hohen Angriffswert von 300 und einen Initiativwert von 300 plus Seidenschal. Setzt sich also Rückkehr ein. Zieht Rückkehr allein schon eine Menge ab, weil es die maximale Zuneigung bereits ist und plus Seidenschal erhöht es noch, weil es eine Normalattacke ist und Step noch dazu. Dann hat Chillabell noch die Fähigkeit Techniker, verstärkt auch schwache Attacken. Und ja, ich würde sagen, Rückkehr zieht so 300, okay, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber okay, ich vermute es mal 300 KP, aber so fast so viel wie Explosion, ne, so viel, mehr als Explosion sogar. Und Chillabell hat zudem noch einen hohen Angriffswert und ist sehr schnell, also ist mein Chillabell ein richtiger Killer. Ich würde sagen, es ist der stärkste Chillabell der Welt. Also falls ihr ein stärkeres habt, dann könnt ihr mir einen Kommentar schreiben. Okay, ich glaube, den dritten Stock hätten wir auch soweit und wir nähern uns langsam dem Ende des Parts zu. Aber es ist noch nicht alles. Heute kommt noch ein zweiter Part. Kurz, in den letzten 5 Sekunden von diesem Video müsst ihr einfach oben rechts auf den Link drücken und ihr kommt dann zum nächsten Part. Kann auch sein, dass es momentan nicht verfügbar ist, weil das will ich, glaube ich, dann erst am Schluss machen. Aber ich glaube, heute ist es mal eine Ausnahme. Scheiße, ich wollte jetzt Yu-Gi-Oh! Noch die Verlinkung machen, habe ich immer neu gemacht. Ich habe da so eine Verlinkung gemacht zu Pokémon mit Tieren, glaube ich, wollte ich da einsetzen, habe ich aber immer neu gemacht. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Muss ich mir, glaube ich, gleich aufschreiben, habe ich irgendwo einen Kulli bei mir. Moment, ja, hier habe ich sogar einen. Ja, ich spiele daneben zu weiter, Scheiße, ich weiß nicht, jetzt habe ich, glaube ich, Eisstrafe, wenn jetzt... Verlinkung... Yu-Gi-Oh! Okay. Mache ich, glaube ich, sofort, wenn ich den Part rendere. Und Wolfram. Diesmal ist Alaxu schneller. Oder Slam auf morgen. Ja, was gibt's noch für Themen? Ja, jetzt in den letzten 1,5 Minuten müssen wir jetzt kein neues Thema anfangen eigentlich. Ja, reden wir weiter über Kämpfe. Ja, gut, Smogon vergiftet uns das. Glura, glaube ich, nicht vergiften. Ah, gut. Okay, benutzt sie mal Geoworf. Ist noch nicht so ganz so stark wie eine Drachenwut. Drachenwut zieht 40 KP ab und unser Geoworf je nach Level. Das Geile an Geoworf ist allerdings, wenn Glurak Level 100 hat, dann zieht nämlich Geoworf 100 KP ab. Und das ist nämlich schon für einen 100er ziemlich extrem, weil mit Level 100 da haben die meisten Gegner im Durchschnitt so 250 KP, würde ich sagen. Also ja, normal Pokémon haben dann mehr KP typischerweise, aber das meiste, das ist Pokémon mit den meisten KP hat halt Tigra, das hat auf Level 100 glaube ich 700 KP oder 600, ich bin mir ganz sicher, ich hatte mal eins im Team, das hat er mit Level 70 mittlerweile 450 KP glaube ich gehabt.
Das hatte ich in der Feuerrot, die habe ich allerdings verloren, jetzt habe ich sie leider nicht mehr. Ich wünschte, sie hätte ich noch, sonst hätte ich meine ganzen Feuerroten Pokémon auf meine Platin übertragen. Und dann auf meine Voice-Rebox gesendet. So, und das war's jetzt auch von mir. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Drückt oben rechts auf den Link, um weiterzukommen. Bis dann und Servus.